Hallo zusammen. Wenn dieses Video euch gefällt, abonniert mich und bitte einen Daumen nach oben. Moin moin auf meinem YouTube-Channel. Diesmal geht es um den Commodore Amiga. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man mit dem Raspberry Pi einen fast vollwertigen Amiga emulieren kann. Ich zeige euch nicht nur, wie man Spiele auf dem Amiga spielen kann, sondern wie man auch die Workbench installiert, damit das echte Amiga-Feeling aufkommt. Hier in diesem Video im ersten Teil zeige ich euch, wie man Amibian installiert. Mit dem Amibian Image ist es relativ einfach, einen Amiga-Emulator auf den Raspberry zu installieren. Hier eine kleine Übersicht, was euch hier in diesem Video erwartet. Das sind hier ein paar Schritte, die ihr benötigt, um ein Amiga-System auf ein Raspberry Pi zu installieren. Ich habe mich entschieden, das Amibian Image zu nutzen und wie ich das alles gemacht habe, zeige ich euch in diesem Tutorial. Hier auf der Seite sind die Vergleiche zwischen den einzelnen Pis dargestellt. Und wir sehen hier ganz klar, dass der Raspberry 2 zum Beispiel nicht ausreicht, um einen Amiga richtig zu emulieren. Der 3B Plus, den empfehle ich, der läuft einwandfrei. Mittlerweile gibt es ja auch den Raspberry Pi 4. Er ist noch wieder schneller. Ich habe noch nicht getestet, ob der Amibian da einwandfrei funktioniert. Ich benutze den Raspberry Pi 3 Modell B Plus. Dazu eine Speicherkarte. Hier ist natürlich klar, je größer die Speicherkarte, desto mehr Amiga-Programme passen darauf. Dann habe ich hier diesen aktiven Kühlkörper, da ich mein Raspberry in der Taktfrequenz erhöht habe. Dazu habe ich eine drahtlose Maus, eine kleine USB-Tastatur. Man kann jedoch auch eine günstige Version wie diese hier nehmen, funktioniert auch wunderbar. Außerdem habe ich hier diesen drahtlosen Controller und auch noch einen Speedlink USB-Controller. Welches Gehäuse man nehmen möchte, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt sogar ein Amiga-Gehäuse. Die Linkliste für die Software findet ihr unten in der Beschreibung. Wir müssen uns als allererstes einige Software installieren. Als erstes benötigen wir Flash Flawless für das Beschreiben des Images. Danach benötigen wir FireZilla, und zwar den Client. Die normale Version, das reicht. Benötigen wir Amibian, finden wir hier unter Download. Die aktuellste Version ist die 1.4. Die speichern wir auch ab. Und wir benötigen Kickstart-ROMs. Und zwar diese Version von der 1.1, 1.3, 2.0, 3.0 und 3.1, die wir hier alle auf der Seite finden. Oder alternativ auch im Download-Pack. Zum Testen laden wir uns noch ein Spiel runter. Das Testspiel muss auf jeden Fall ein ADF-File sein. Da es manchmal Probleme mit den Filenamen geben kann, nenne ich das einfach um in Turrican1.adf. Wichtig ist hier ADF. Ich habe meine Spiele so organisiert, in jedem Ordner ist ein ADF-File. Nachdem wir alles installiert haben, geht es dann weiter mit den Amibian. Das muss entpackt werden. In der Zwischenzeit müssen wir die ROMs so umbenennen, wie sie hier aufgeführt sind. Achtet auch darauf, dass ihr die ROMs mit der richtigen Größe habt. 512 Kilobyte groß. Jetzt benötigen wir noch eine MicroSD-Karte. Die sollte auf jeden Fall leer sein.
Und wenn ich mir die in der Computerverwaltung anschaue, darf auch nur eine Partition vorhanden sein. Sollte die SD-Karte etwa so aussehen, müssen erst alle Partitionen gelöscht werden. Dann starten wir das Balena-Tool. Wählen jetzt hier unser Image aus, Amibian. Hier, ganz wichtig, unsere Micro-SD-Karte. Und gehen dann hier auf Flash. Und warten, bis die Karte beschrieben worden ist. Jetzt werden hier die Daten überprüft und irgendwann erscheint dann hier diese Meldung, die wir mit OK dann bestätigen. Und als Ergebnis sehen wir dann, dass das Image fertig geschrieben worden ist. Hier zeige ich mal, wie ich den Raspberry angeschlossen habe. Ich habe hier eine Tastatur, eine drahtlose Maus. Außerdem habe ich den Raspberry am Netzwerk angeschlossen, der an dem gleichen Netzwerk hängt wie der PC. So, wir haben jetzt alles angeschlossen und schalten den Pi jetzt an. Hier haben wir jetzt schon mal den Startbildschirm. Und hier haben wir jetzt den Emulator. Den verlassen wir jetzt erstmal. Hier wählen wir unter Menü 6 die Settings aus und tippen jetzt Update ein. Noch eins vorweg, das Update dauert ziemlich lange. Hier bestätigen wir mit Yes und los geht's. Irgendwann nach dem Update gelangt man wieder an dieses Fenster. Und wir wählen jetzt mit 2 Reboot. Normalerweise soll das System nach dem Update wieder einwandfrei hochfahren. Würde es nicht funktionieren, schaut euch das nächste Kapitel an. Irgendwann beim ganzen Rumspielen ist mal ein Fehler aufgetreten und dass nach einem Update nicht der Emulator geladen worden ist. Es erschien so ein merkwürdiges Fenster, jedoch mit der Aufforderung, ein Name und ein Passwort einzugeben. Ich habe das dann eingegeben, danach erschien dann dieser Bildschirm. Egal wie oft ich neu gebootet habe, es erschien immer dieser Bildschirm mit Eingabe von Name und Passwort. Wenn ich dann den Namen und das Passwort eingegeben habe, erscheint dieses Menü. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mit Settings, Menüpunkt Nummer 6, in ein anderes Menü zu gelangen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mit dem Befehl Fixed Login den Fehler zu beheben. Nach dem Bootfix ist der Amibian wieder einwandfrei hochgefahren. Den verlassen wir jetzt erstmal. Weiter geht's mit dem nächsten Update. Wir wählen jetzt wieder hier Menüpunkt Nummer 6 und geben dann ein den Befehl raspiconf. Hier in diesem Fenster wählen wir jetzt Menüpunkt 8 Update. Wenn das Update abgeschlossen ist, geht's mit Finish zurück und geben dann hier Reboot ein. Sollte jetzt bei Neustart der Emulator-Bildschirm nicht erscheinen, so schaut euch das Kapitel davor an, mögliche Update-Fehler. Wenn wir uns jetzt in diesem Menü befinden, verlassen wir das Ganze mit Quit. Hier geht es dann weiter mit Nummer 6. Denn hier wählen wir raspi-config. Denn hier unter Advanced Options wählen wir die erste Funktion Expand File System. Jetzt steht die volle Kapazität der SD-Karte zur Verfügung. Weiter geht's hier mit Localization Options und hier unter Wi-Fi Country wählen wir DE für Germany. Anschließend verlassen wir das Menü mit Finish und wählen hier Reboot.
Anschließend wird der Emulator neu gestartet. Um eine FTP-Verbindung herzustellen, muss der Raspberry sich im gleichen Netzwerk befinden wie der PC. Wir benötigen jetzt für eine FTP-Verbindung die IP-Adresse des Raspberry. In diesem Menü geben wir ein ifconfig und wir erkennen hier die IP-Adresse von dem Raspberry. Jetzt starten wir auf dem PC FileZilla. Hier oben geben wir jetzt die IP-Adresse von dem Raspberry Pi ein. Nutzername ist root und das Passwort ist 1234 und der Port ist 22. Anschließend wählen wir hier verbinden. Wenn wir es richtig gemacht haben, erscheint hier in dem Fenster der Raspberry. Jetzt benötigen wir unsere Kickstarts. Die habe ich hier auf dem Desktop kopiert. In meinem Verzeichnis befinden sich alle benötigten Dateien. Die müssen jetzt auf den Raspberry kopiert werden. In meiner Version mache ich das über den FTP-Zugang. Ich wähle unter Root Amibian aus und hier ist ein Ordner, der heißt Amiga Files. Und darin befindet sich ein Ordner Kickstarts. Hier kopiere ich jetzt alle Dateien hinein. Markiere alle, rechte Maustaste hochladen. Jetzt befinden sich auf dem Raspberry alle Kickstarts. Ich habe meine Spiele so organisiert, in jedem Ordner ist ein ADF-File. Diese Spiele übertragen wir jetzt auch auf den Raspberry. In dem Ordner, in dem sich auch die Kickstarts befinden, ist ein Verzeichnis, das heißt Floppies. In diesem Verzeichnis Floppies erstelle ich jetzt ein Verzeichnis, das heißt Spiele. Und dort kopiere ich jetzt die Spiele hinein. Nachdem wir alles rüber kopiert haben, starten wir zur Sicherheit den Raspberry neu, bis zu einem Emulator-Bildschirm. Um den Emulator zu konfigurieren, muss alles angeschlossen sein. Maus, Tastatur und Controller. Nachdem wir den gestartet haben, wählen wir hier oben unter Parts die Kickstart-Pfeile aus. Wir hatten hier alle vorher in der Verzeichnis Root, Amibian, Amiga Files und Kickstart. Darin sind alle Kickstart-ROMs. Hier unter ROMs wählen wir jetzt das Kickstart aus. Amiga Files, Kickstart und ich wähle hier Kickstart 3.1. Unter RAM wähle ich hier 4 MB Chip und 1 MB Slow. Hier unter CPU wähle ich jetzt den Prozessor aus, die FPU, da ich einen Raspberry 3B habe, kann ich hier Fast und wähle das hier noch an. Unter Display wähle ich hier Fullscreen, Line Dubbing und Frame Skip. Muss man mit rumprobieren. Ich benutze hier nur Vollscreen. Unter Input sehe ich jetzt hier, dass eine Maus und ein Controller angeschlossen ist. Ich wähle hier diese Library, damit der Amiga auch ins Internet gehen kann. Habe ich alles richtig eingestellt?
speichere ich die Konfiguration unter Conf 1 ab. Für den ersten Teil dieses Videos, Making a Amiga, reichen diese Einstellungen erstmal völlig aus. Weiter geht's mit dem Quick Start Menü. Diese Konfiguration ist die allererste Konfiguration, die automatisch startet, wenn dieses Häkchen angehakt ist. Diese Einstellungen, die hier sind, sind verankert mit dem Profil hier oben. Bis jetzt läuft bei mir alles unter Amiga 500 in dieser Standardeinstellung. Um jetzt endlich ein Spiel zu spielen, wählen wir hier Floppy Drives. Wir wählen hier oben das Spiel aus, welches wir starten möchten. Mit Punkt, Punkt geht es ein Verzeichnis zurück. Ich wähle jetzt hier 1943 aus und drücke auf Start. Das Spiel wird gestartet. Mit der F12-Taste gelange ich zurück in den Emulator. Wenn ich jetzt hier unter Display Fullscreen einstelle, spiele ich das Spiel auf den ganzen Monitor. Wenn ich jetzt hier Line Dubbing einstelle, sieht das Spiel so aus. Frame Skip. So. Diese beiden. Ich bevorzuge diese Einstellung. Um jetzt ein neues Spiel zu starten, wieder die F12-Taste drücken. Unter Floppy wähle ich jetzt hier aus Defender of the Crown in Laufwerk 1, DF0 und das zweite in DF1 und wähle jetzt hier Start. Dass hier auch die Maus funktioniert. Mit Eject kann ich die Spiele wieder entfernen und kann hier ein neues aussuchen. Nun möchte ich euch noch zeigen, wie man WLAN einrichtet. Mein Raspberry hat ein eingebautes Wi-Fi-Modul. Um das einzustellen, drücken wir hier wieder die Taste 6 für Settings. Hier schreiben wir dann Wi-Fi. Hier stellen wir jetzt ein, wie unser Netzwerkname lautet. Achtet beim Eintrag auf jeden Fall auf Groß- und Kleinschreibung. Die SSID muss genauso heißen wie euer Netzwerkname. Und hier gebt ihr dann euren Netzwerkschlüssel ein. Das speichern wir jetzt mit String X ab und wählen hier, dass ich die Datei überschreiben möchte mit Yes. Jetzt nochmal den Namen mit Enter bestätigen. Nachdem wir die Einstellung vorgenommen haben, müssen wir einen Reboot machen. Nachdem wir wieder in diesem Menü sind, möchten wir jetzt überprüfen, ob die Wi-Fi-Verbindung geklappt hat. Der Befehl dazu lautet ifconfig.
Hier sehen wir jetzt einmal das LAN-Kabel, die LAN-Verbindung mit der IP-Adresse und unter WLAN sehen wir jetzt die IP-Adresse von dem WLAN-Modul. Das heißt, die Wi-Fi-Verbindung hat funktioniert. Es gibt noch viele Möglichkeiten, den Amibian zu optimieren, aber dazu gibt's mehr in anderen Folgen auf meinem YouTube-Channel. Auch zeige ich euch in den nächsten Folgen, wie die Amiga Workbench installiert wird. Also dann, bis zum nächsten Mal.